Das Problem, Milliardär zu werden, ist nicht schwer. Sigma 3 plus 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 plus, eiskaltes Finanzarschloch. Was passiert, wenn es wärmer wird, die Luft trockener wird? Was passiert dann? Die Fettschicht schmilzt. Danke. Die Ärzte sind bescheuert, die Patienten sind bescheuert, niemand hat daneben wirken, alles gut. Wie mache ich das? Hallo, WHO, bitte helft uns, wir haben ein Problem. Wow, lights are on. Danke, 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 danke. Manchmal verzweifle ich im Selbstgespräch. Wir sind auf 8-mal Gewinn gefallen. Tschüss. Talfahrt. Es wird sich jetzt einiges schockieren. Es gibt aber riesige verbindende Elemente im heutigen Tag. Vieles, was André gesagt hat, wächst zusammen mit dem, was Ellen und Mark gesagt haben. Übrigens, die drei haben echt was gemeinsam. Das sind die derartigen Tiefstapler, dass ich hier wie ein Marktschreier wirken würde. Zu Alan und Mark kann man sagen, dass Mark in dem Cracker-Boom Jahr 2021 mit einem Short-Portfolio fast 20% verdient hat. Das ist statistisch fast unmöglich. Märkte sind 40, 50, 70% gestiegen. Alan hat im Crash-Jahr letztes Jahr die doppelte Performance geholt von unserem Total-Return-Portfolio, 10%. Marktverlust so um die 30, dieses Jahr Richtung 20%. Und beide wurden von mir so intensiv gefoltert. Wer bei mir die Schule durchgegangen ist, der muss Eier aus Kryptonit haben. Das haben die, und sie wurden auch mal zum Spaß noch mal ein Jahr sekundiert auf einen der größten Hedgefonds der Welt mit einem der aggressivsten Typen, mit dem man überhaupt zusammenarbeiten kann. Mit dem würde ich nicht zusammenarbeiten. Mehr. So viel zu denen. Und jetzt kommt... Das dürft ihr jetzt nicht mit mir identifizieren. Ich bringe euch in die Hedgefond-Welt, nehme ich euch mal auf eine kleine Reise mit, 40 Minuten, 30, 40 Minuten, wie es wirklich abgeht. Es kann sein, dass mir mal so ein... gehört auch dazu, das ist nicht emotional, das ist einfach eine schlechte Grundschule. Es kommen wahrscheinlich so ein paar schlechte Wörter raus dabei. Es ist... die Börse macht einen nicht glücklich. Aber ich habe mir dann gleich gedacht, André, wenn die Börse dich nicht glücklich, aber reich macht, das bedeutet doch, dass das sehr Menschliche dich glücklich, aber arm macht. Okay. Ich war steinreich. Also ich kürze einfach, wer bin ich überhaupt? Es ist nicht alle. Ich habe eine ziemlich heftige Leistungsbilanz. Ich war Profisportler, Junior-Nationalspieler, dann habe ich 2 Harvard-Studiengänge abgeschlossen mit Auszeichnung. War sehr früh Millionär, da war 1 Million noch richtig viel Geld, ungefähr 4 Jahrzehnten. Einer der jüngsten Wall Street-Analysten, ich glaube damals der jüngste Bankdirektor in Deutschland, da galt das auch als was, da stand doch für was. Unter den 330. Deutschen gelandet, laut Manager-Magazin, hatte sich um 1/2 Milliarde verschätzt, das war mir ganz lieb, war 1 Milliarde, ich 1/2 Milliarde. Kulturattaché, sehr unseriös, UNESCO-Delegierter, seriöser, Botschafter für Liberia, noch seriöser, war ein, das werden Sie heute miterleben, ein sehr abgeklärtes, eiskaltes Finanzarschloch. Sonst wird man nicht in 2 Jahrzehnten Milliardär. Und letztlich 3-facher Spiegel-Bestseller-Autor, 7-facher Bestseller-Autor mit 500.000 Followern heute. Und so richtig umstritten. Sogar nicht nur medial verurteilt, sondern vor ungefähr 1,5 Jahren bekam ich so ein kleines Plänkelchen, ups, fast ironisch, auf die Hand. Wegen unlauterem Geschäftsgebaren, eine Bewährungsstrafe in der Schweiz. Das Urteil ist vor einer Woche gefällt worden. Weg. Und ich stand sogar mal auf der FBI Most Wanted-Liste.
Top 10 Wirtschaftsbereich. Hat noch kein Deutscher geschafft. Also seit 1950, 72 Jahren gibt es das. Das ist eine richtig geile Leistung. Und die Chancen stehen ungefähr bei 90%, dass ich freigesprochen werde. Ich war der Erste auf der Liste aus Deutscher. Wir haben echt viele Mörder in Amerika gehabt übrigens. Und auf der Zehner sowieso. Und freigesprochen wurde noch keiner. Funny shit, ja. Also spannend. So, wir haben eine Serie gedreht. Schaut euch das bitte an auf YouTube, alle Folgen, dann macht das heute richtig viel Sinn. Weil heute werde ich nicht in die Armutsromantik verfallen, ich werde nicht in die katholische Schuld und Sühne verfallen. Ich werde heute ein arschkalter Finanz- und Hedgefondsmanager sein. Bitte, bitte, das ist ein Teil von mir, aber ich bestehe nicht aus diesem Arschloch. Und wir haben 6 Kapitel. Was ist das? Das erste Kapitel ist Lobbyismus, die Zirkelbeziehung, die Konflikte in dieser ganzen Macht- und Matrix, Geld, Kapital- und Machtmatrix zwischen großer Staat, Big Tech, Big Media, Big Militär, Big Government. Zweiter Teil. Es gab selten so viele neue Milliardäre wie in der Pandemie. Wunderbar. In so kurzer Zeit. Das Ausmaß der Katastrophe. Und warum muss diese Bullshit-Narrative überhaupt aufrechterhalten werden? Einfache Antwort. Machterhalt. Macht holen, Macht halten. Und dann kommt im 5. Big Short. Ist das ein Big Short? Das werde ich euch heute glasklar beantworten. Mit einer enorm hohen Wahrscheinlichkeit. Und wie ich meinen zielsicheren Gewinn einfahre. Eigentlich wollte ich heute 2 Sachen machen. Wie man damit als Mensch umgeht, psychologisch, gesundheitlich und wie man davon profitiert. Ich möchte das echt trennen. Heute geht es um Kohle. Und es sind, glaube ich, alle hier, weil sie mich super sympathisch finden, weil wir regelmäßig kegeln gehen jeden Mittwoch. Ich bin nicht komplett verblödet. Und der 7. Teil, der kommt aber in einigen Wochen, vielleicht erst in 2 Monaten. Da geht es um den Mensch, um die Gesundheit, um wie wir die Spaltung in unserer Gesellschaft aufheben können, dass wir uns alle umarmen können. Nicht jetzt abwertend gesagt, sondern wir hatten diesen Dialog sogar in unserem Analystenteam. Die Analysten, die hier so beigetragen haben zu dieser Studie, sind fast ausnahmslos geimpft, mussten sich mit dem Thema beschäftigen. Wir sind zusammengewachsen, keiner zeigt den Finger auf den anderen. Brüder und Schwestern im Geist, jetzt geht es los. Übersterblichkeit, die Quelle kommt von Versicherungsmathematikern. Ich bin irrsinnig mathematisch orientiert. Super, so Zwischenfragen hier. Übersterblichkeit, wer das sieht von hinten, kein Problem. Übernächsten Sonntag könnt ihr euch das auf dem Screen festhalten. Gigantisch in der Altersgruppe 25 bis 54, nicht die Alten, auch nicht die ganz Jungen, nicht die aus der Gesellschaft ausgegrenzt sind, sondern die Leistungsträger. Und die Münchner Rück hat es aufgegriffen, weil sie rückversichert Sterberisiken. Top-Quelle, Society of Actuaries, das sind die Versicherungsmathematiker in den USA, die besten Daten, Punkt, aus, fertig. Die sind nicht Querdenker, die sind nicht irgendwie Staatsgläubig, die sind einfach Zahlen. Und man hat eine wunderbare Übersicht gewonnen. Nehmen Sie 100 Leute. Machen wir es einfach, wir haben ungefähr 60. Ihr seid alle Leistungsträger. Sonst könntet ihr nicht hierher fahren, dann könnt ihr euch nicht den André leisten oder auch unsere Kunden könnten sich das niemals leisten, wenn sie nicht Leistungsträger wären. 60 auf der Seite, auf der anderen Seite sind 60, und also übrigens leider in den USA, die Statistik aus den USA, 70% zwangsgeimpft. Auf dieser Seite die gescheiterten Gesellschaft. Die haben eine Lebenserwartung, Leute, die ist 30% unter der von den Leistungsträgern. Wir tun mir leid. Arschkarte im Leben gezogen, fentanylabhängig, alkoholabhängig, drogenabhängig, viel Gewalt, viel Knast.
Was passiert? Was ist passiert? Die sterben. Derartig überproportional. Fängt an 2020, 2021, 2022, dass diese kerngesunde und intakte Bevölkerungsschicht häufiger stirbt als die desolaten, vergessenen und im Staub hinterlassenen. Und das nennt sich in der Mathematik, und ihr könnt das vergessen, das ist nicht Sigma 3 Ereignis, Sigma 30, dritte Standardabweichung, das passiert alle 80 bis 130 Jahre. Es kommt eigentlich nicht vor. Sigma 3 plus, 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 plus. In 2 Jahren? Also, ihr könnt euch das selber reinziehen, aber ich werde dann immer sehr, sehr interessiert, wenn ich Abweichungen sehe. Alan hat so eine krasse mathematische Schule mit mir durchgemacht, dass dem manchmal der Kopf raucht. Schauen wir uns doch mal die Gesundheitsbilder an. Und ihr müsst vielleicht verstehen, dass unsere Gesundheitsschule 1, die kriegen nämlich unsere Börsenclub-Mitglieder, und die 2er kriegen die Senior-Club-Mitglieder, und die Daten kriegt die Kynology, wieder so ein super understated Laden, exklusiv zum Investment Management. Solche Daten natürlich auch, aber die kommen jetzt, sind aufgearbeitet von der englischen Regierung. Das ist nicht irgendein Pipifuck-Land. Die haben 55 Millionen Einwohner, die haben gute Daten. Da sieht man was ganz Bemerkenswertes. Neurologische Krankheiten steigen aus dem Nichts, verdoppeln sich, mehr als verdoppeln sich. Onkologisch noch bedrohlicher, nicht ganz so stark der Anstieg. Wieder Sigma 3, wieder, was ist hier los? Ja, ich höre jetzt Impfung. Jetzt kommt der ganz knallharte Spruch von mir. Ist mir doch als Handshow-Manager scheißegal. Ich verschwende keine Sekunde damit, ob es Impfung ist, ob es eine große Verschwörungstheorie ist, hat mich früher überhaupt nicht gejuckt, wie ich beim Vulkan leer verkauft habe, hat mich das nicht gejuckt, dass 22.000 Leute ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Ist auch nicht mein Problem gewesen, weil es war der größte Subventionsbetrug der deutschen Wirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben den Scheiße gebaut, ich habe ihn entdeckt, den Schwachsinn gibt es nicht mehr. Und ich habe 200 Millionen verdient. Und das ist Peanuts dagegen, was ich heute anspreche. Peanuts 200 Millionen. Auch Inflation. Wer hat das gefragt? Kommt drauf an, wie viel Kapital Sie haben. So, Berufsunfähigkeit. Ich liebe ja diese. 2500 Quellen, 2000 Studien, 19 Analysten, 2 Millionen Kosten. 3 Jahre meines Lebens habe ich mit dem Scheiß verbracht. Weil der PD kommt. Der PD hat schon begonnen. Und er sitzt dabei bei der Weltpremiere. Das ist funny shit. Das hätte ich früher nie kostenlos geteilt. Ich hätte gesagt, macht euch keinen Kopf. Es geht alles gut. Diese 170 Krankheitsbilder, die bilden sich auch alle zurück. Das sind nur so wie Gürtelrose. Geht weg. Wer short und short und short. Und zieh euch rein in den Markt. Kommt, kauft. Dass ich noch mehr Geld habe, wenn ich euch abschlachte. Entspannt sogar. Wisst ihr, das Problem, Milliardär zu werden, ist nicht schwer. Ich habe mit 4.000 Mark angefangen. Wollte dann 1 Milliarde Dollar. Das Problem ist, die Leute zu finden, die das mit dir fucking umsetzen, die das wollen. Der Preis ist dann natürlich hoch, irgendwann mit 47 habe ich tatsächlich Multiple Sklerose. Der Körper zahlt den Preis, der Geist zahlt den Preis oder das Unglück, was man verbreitet, indem man alles haben will. Und natürlich auch alles bekommt dadurch, aber nicht das Glück. Das ist wirklich der Geistesspruch. Ein reiner, nackter wirtschaftlicher Erfolg macht nicht glücklich. Safe. Also das hatten wir auch schon. Jetzt kommt noch sowas, Sigma 3 Nummer 4. Ratet mal, wann zum letzten Mal die große Geldmenge M2 in den USA um über 4% zurückgegangen ist. Ihr seht die Grafik, die geht aber nur bis 1959.
Da bin ich geboren worden, vor 63 Jahren. Der Zeitpunkt ist 1938. Da ging die Geldmenge zurück, auch so ungefähr um 4-5%. Und der Typ, der sich mit der Geldmengenstatistik beschäftigt, Professor Hanke, der sagt, und er war der einzige renommierte Ökonom, der Inflation von 6 bis 9,1% in den USA vorausgesagt hatte, es wurden 9% in der Spitze. Jetzt fällt das. Das ist Zeitverzögerung 6 bis 9 Monate. Deflation. Deflation ist wahrscheinlich. Warum ist Deflation so wichtig? Weil Staaten, die mehr Geld ausgeben, als sie haben, werden noch weniger Steuereinnahmen bekommen. Firmen, denen die Umsätze wegbrechen, werden pleite gehen, weil sie hohe laufende Zinsen zu bedienen haben. Das, was wir hier sehen, jeder der von Ihnen, der ein Unternehmer ist, sollte sich mal klare Gedanken machen, über was ich gerade rede. Genau, wir sind jetzt bei Sigma 3 gewesen, ja? Deswegen hilft mir das sehr viel. Sigma 4, Denken ist auch nicht verboten. Man darf sich einbringen, mitdenken, das hat der Allen auch so gut erklärt. Es ist ein dynamischer Prozess und der Austausch ist wunderbar fruchtbar, aber die Lichter müssen an sein, es muss jemand zu Hause sein. So, auch so ein schönes Ding. Wir haben ein kleines Problem, das nennt sich das 23 Dollar, ich kann mir leicht verwechseln, in Billionenproblem. Das ist der Wert von Büroimmobilien, ist noch ein bisschen mehr eigentlich, und Einzelhandelsimmobilien in den USA. Ich glaube, wir haben eine Bankenkrise gehabt. Ich werde euch noch sehr genau erklären, warum wieder 10. Mieter wegkippen wird. Heute. Wie viel Eigenkapital haben die Banken auf dem Kredit? Selbst in den USA nur 10%. Was passiert, wenn ich EK habe, 10% und 10% Wertverlust habe? Zero. Und ich werde euch ziemlich genau erklären, warum das wehtun wird. Jetzt sind wir in einem gigantisch gehypten Immobilienmarkt, weil ich fühle mich unsicher. Das ist auch so ein Denkfehler. Ich fühle mich unsicher, ich brauche Stabilität. Ich möchte feste Wände haben. Ich möchte berühren, was ich mache. Da lacht sich jeder Hedgefondsmanager kaputt drüber. Ich gehe doch nicht immobil in eine Krise. In der Krise bin ich fucking so offshore und so liquide, wie Alan es gezeigt hat. Ich bilde mein Immobilienportfolio ab mit 20, großes Immobilienportfolio, ich habe mal 800 Wohnungen gehabt in Berlin. Das bilde ich mir ab, über, wenn ich es unbedingt haben will, über 20 Immobilienfonds. Oder was passiert mit einem Immobilienfonds, der kranke, ein Immobilien-ETF, der kranke behandelt, psychologisch kranke, habt ihr aufgepasst, neurologisch kranke, onkologisch krebskranke, herzkranke, was haben die? Fucking gigantische Nachfrage. Müssen behandelt werden. Also ich bin ja schon seit 2 Jahren bearish auf Immobilien. Unser letzter Immobilien-Short war Score. Ist um 99% gefallen. Ich übertreibe leicht von ungefähr 65 auf 1 Euro. Und noch ein paar andere Depotleuchten. Und es steht sogar auf Videos. Ihr könnt euch das anschauen, zurück für 2 Jahre. Das stand alles in meinen Videos. Bla, 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 bla. So, Schuldenfalle. Fast 100% Verschuldung der amerikanischen Privatbürger zur Wirtschaftsleistung. Also ich glaube, das ist so grob 3-4 Mal mehr als in der großen Immobilienkrise. Die sind ja komplett durchgedreht durch Niedrigzinsen. Baller, baller. Und finden das auch noch normal. Und mit so einem Verschuldungsgrad, es gibt eine Seniorage-Kapitaltheorie, dass wenn die Verschuldung 100% eines Staates zur Wirtschaftsleistung übersteigt, siehe Japan, ist kein Wachstum mehr möglich. Wie viele Schulden sollen die noch aufnehmen?
Durchschnittliche Verzinsung auf Kreditkartenschulden in den USA mittlerweile 22%, war vor ein paar Jahren noch 11, verdoppelt. Ach übrigens, der sechste Sigma 3, das sechste Sigma 3 Ereignis der heutigen Präsentation. Und Deutschland, was sind wir für Waschlappen geworden? Mein lieber Schwan. Auf der rechten Seite seht ihr die Entwicklung der G20-Staaten, der G7-Staaten, das ist ja super peinlich. EU, super peinlich, aber wir schießen echt die Taube ab. Wir sind ein Jammerland geworden. Die Hardcore-Finanzer, die diese Welt beeinflussen, mit denen ich noch im Dialog bin, die sprechen mir ihr Mitleid aus als Deutscher. Was hier gerade passiert, ist eine Analyse, die es weltweit nicht nochmal gibt in dieser Form. Es ist auch eine deutsche Analyse. Auch wenn hier wirklich alle möglichen Nationalitäten und Glaubensrichtungen mitgearbeitet haben. Und dann kommt hier kein persönlicher Angriff auf Ricarda Lang. Aber die EU-Politik, ja, sie ist übergewichtig. Sie ist selbstherrlich. Und definitiv unterqualifiziert, wenn unsere Politikschiene durchsetzt ist mit Leuten, die fake Doktorabschlüsse haben, keinen Bachelorabschluss aufweisen, sich als Völkerrechtler distillieren nach außen. Aua, aua, und diese Frau gibt angeblich Gesundheitstipps. Wir haben die gewählt. Ja, ich glaube nicht hier unbedingt, aber sehr viele, jeder siebte. Und die waren mal eine geile Partei übrigens, die haben mal wirklich gesagt, Krieg ohne Waffen. Das darf man echt nicht vergessen. Wie ich ein Kind war, waren die Bäche im Taunus so fucking verschmutzt, dass regelmäßig, wenn es mal wieder Forellen gab, konntest du eine Uhr nachstellen, wann der nächste Chemie- oder Farbausguss im Bach war. Da sind die alle krepiert wieder. Das habe ich als Kind erlebt. Der Rhein war so abgefuckt, sorry, Deutsch schlecht. Der war so verunreinigt, dass man teilweise das Ding roch, ja, die Nidder in Frankfurt. Oh, da hat sich keiner getraut, einen Fuß reinzustecken. Also eigentlich eine ganz gute Partei, die mittlerweile der größte Kriegstreiber ist, die für jeden Konflikt sind. Aua. Und jetzt kommen noch 1000 Städte, 13 deutsche Großstädte wollen euch verbieten, ein Privatauto, Fleisch zu essen, 0 Kilogramm Milchprodukte. Bald kommt tatsächlich die Verordnung, dass man beim Scheißen den Dampf abfängt, weil wir damit die Atmosphäre versauen. Wie übergriffig ist das? Aua. So, dann kommt Sigma 2. Da hat sich richtig was getan. In der Bipolarität, in der Multipolarität. BRICS ist jedermanns Wort, ich werde das nicht noch ausführen. Aber man sieht praktisch, wie stark China diesen BRICS-Handel dominiert. Es gibt jetzt 5, 6 weitere neue Mitglieder, sehr interessante Mitglieder. Also sehr geliebt wären wir noch gewesen, Mexiko und Indonesien, die wären auch, aber es sind schon ein paar ordentliche Länder dazugekommen. Saudi-Arabien, shocking, shocking, shocking. So große Bodies von den Amerikanern. Und dann dreht der Markt von Soft Landing bei einem Gesundheitsbild, ich habe nachher noch so ein paar abschließende Grafiken, wo es einem echt übel wird. Aber die Indikatoren und die Zahlen sagen was anderes. Das ist natürlich auch dieses verzerrte Bild. Risiken werden runtergespielt und Chancen werden nach oben gespült. Dadurch ergibt sich ein ungesundes Chancen-Risiko-Verhältnis. Wenn ich eine Börsenweisheit, Investmentweisheit euch heute mitteilen kann, die hängen bleibt, dann ist es das. Wirklich Dutzende von Auszeichnungen, Dutzende Mal bester Europamanager, bester US-Spezialfondsmanager, bester Deutschlandmanager, bla bla bla. Investieren ist wirklich nichts anderes als ein super Chancen-Risiko-Verhältnis zu ermitteln,
Das heißt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und einem profunden Verständnis des Marktumfelds, in dem wir uns bewegen. Und was ich natürlich mache und Alan und Mark, was ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil war vom André Stagge-Bericht, und deswegen ergänzen wir uns so perfekt, ich lebe schon seit mindestens 3 Jahrzehnten davon, von der Idiotie der Arbitrage an den Märkten zu profitieren. Im Corona-Crash, im Portfolio, Total Return Portfolio, sage und schreibe 58% verdient. Nur eine Information war es. Also es gab 2 Datensätze. Vor Harvard, vor jedem anderen. Der Virus hat eine Fettschicht. Ich glaube, jeder Virus hat eine Fettschicht. Was passiert, wenn es wärmer wird? Und die Luft trockener wird? Was passiert dann? Danke. Und wir hatten so schöne Daten, Nord-Süd-Daten, das ist alles in Videos. Ich erzähle keine Retrospektive, dass ich da super schlaumeier war im Rückblick. Das ist alles real. Auch heute ist sehr real, meine lieben Freunde. Manchuria, Peking, Shanghai, Kowloon, Hongkong. Verschiedene Sterberaten. Den selben Kram kannst du so machen aus dem Norden durch den Süden, das kannst du querbeet machen, das kannst du in Amerika machen, da war auch wieder nicht Astrophysik unbedingt notwendig, aber 2 Informationen. Fettschicht, Wetterverifizierung, Häufigkeit von Corona, bla 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 bla. Und dann könnte man auch das Portfolio wieder drehen. Also die Entlastung wird ja kommen im Sommer. Je nachdem, nördliche Hemisphäre, südliche Hemisphäre. Ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Und eigentlich ist es nur ein gigantisches Spiel. Es macht nicht glücklich, es macht reich. Das ist so ein bisschen so die Gewinnaussichten. Ich liebe diese Gewinnaussichten von den sogenannten Wall Street Analysten. Ich war einer. Und kleine Fußnote, wenn man überlegt, dass, wenn man die Jahresertrags- oder die Kursprognose des S&P-Indexes genommen hätte seit 20 Jahren und den Analysten an der Wall Street geglaubt hätte, wäre der S&P-Index heute 2-mal höher. Die sind ungefähr so wertvoll als Indikatoren wie die Zentralbanker. Beide sind in der Regel Kontraindikatoren. Sie haben auch dadurch einen Mehrwert. Weil die Zentralbanker Fed seit 1913 keine einzige Wirtschaftskrise und keinen einzigen Börsencrash akkurat vorausgesagt haben. In 110 Jahren ist das Sigma 3 Fall 8 oder nicht? Wie schaffe ich das? Also hier redet man, seht ihr nicht in dieser Grafik, dass die Gewinne einfach schrumpfen an den Börsen, die Börsen steigen. Die Bewertung steigt, die Gewinne schrumpfen. Wieder so eine schöne Marge. Und da gibt es so eine andere Geschichte, die EBIT, also das sind die Gewinne vor den Zinsen und Steuern. Die gibt es als Frühindikatoren, also die Gewinnmarge eines Unternehmens, als Frühindikatoren. Und es gibt die aktuelle. Und die fällt ja schon, das sieht ihr in den blauen Punkt, die fällt ja schon, das hatten wir auch vorausgesagt, dass das passieren würde, welche große Überraschung, die Zinsen steigen, Zinsen, der dritthöchste Kostenfaktor historisch von allen Kosten, Zinskosten, hatte man vergessen bei 0%, temporär. Und da ist auch eine schöne Spanne drin. Da ist eine Lücke, die schließen. Und dann wird es noch lustiger. Ich liebe das, das ist... Das ist Nassim Taleb und Marc Spitznagel, wenn euch die Namen was sagen, auch Finanzmathematiker. Das ist einfach das Schönste, was es gibt. Die Versicherung ist immer am billigsten, wenn die Krise bevorsteht. Ist das nicht ein Traum? Es kostet mich nicht. Eine Versicherung kostet mich nichts. Jetzt fragt mal an, denkt mal nach voraus, was Versicherungspolice kosten wird.
für Gesundheit? Oder was da passiert? Frag doch nur die Hannover Rück und die Münchner Rück und die Schweizer Rück. Die wissen das schon. Ich weiß es übrigens auch schon. Weil es meine Buddies sind, diese Nerds. Okay, Short-Position. Da gibt es noch so ein paar Handvoll von Abenteurern. Die sind weggeballert worden. Die haben ihr Pulver verblasen, weil sie kein Risikomanagement haben wie Alan und Mark. Die wollten Recht haben. Der Trash kommt nächsten Monat. Hallo? Dabei darf man das Investieren nicht vergessen. Man muss im Spiel bleiben. Das Kapital ist wirklich wie seine Kinder. Wie geht man mit seinen Kindern um? Schlägt man die jeden Tag? Tut man die ins Gefängnis stecken? Nimmt man Wisperschläger, wenn die den falschen Satz gesagt haben? Nein, die müssen entgegenkommend behandelt werden, umsorgt werden, dass sie wachsen können und gedeihen und mehr Kinder machen, also mehr Kapital. Tja, die Shorts. Zu emotional, sage ich. Ist der André hier? André. Zu emotional. Und jetzt haben wir noch so eine schöne, das ist aber nur Sigma 1, 2, passiert einer 10 bis 30 Jahre. Die Verhältnismäßigkeit für Anleihen im Verhältnis zu Bonds. Wir haben jetzt gegenübergestellt die Rendite. Also wir haben die Gewinnrendite des S&P 500 Index genommen, minus die Rendite an den Börsen, also an den Anleihen, der Staatsanleihen in den USA. Wow, ist ja unter 0,6. Schön. Ich weiß eigentlich ziemlich genau, was ich machen muss jetzt. Und jetzt die Gesundheitsbilder insgesamt. Oh my God. Ich habe euch die Krankheiten gezeigt, wie die gestiegen sind. Vier große Krankheitsgruppen. Das ist mir doch alles papperlapapp, wenn ich nicht die Menschen damit in Einklang bringen könnte. Was ist denn passiert in England? Und noch perverser, diese Grafik, die wäre noch viel steiler, weil ab 2022 hat das englische Königreich nicht mehr Schottland in der Datenbank. Das sind 5,5 Millionen Einwohner. England hat 55 Millionen. Wird noch crazier. Im ersten Quartal, ich weiß nicht, was eine parabolische Kirche ist, oder eine Kurve ist. Das ist ungefähr so. Die Kurve ist ungefähr so und im ersten Quartal macht sie nochmal einen. Und wir haben Indikationsdaten für das zweite Quartal nochmal. Also sie hat sich gerade mal die Anzahl der Menschen, da ist ja nichts passiert bis 2020. Und es ist ziemlich unwahrscheinlich, ich würde das hier nicht sagen, dass der für Long-Covid verantwortlich ist. Wir haben 170 Krankheiten gecheckt. 12 große Krankheitsgruppierungen. 2000 fucking Studien gelesen und ausgewertet. Und keine einzige Verschwörungstheoriequelle genommen. Alles staatliche Daten, erste Sahne, unkonfliktiert. Natürlich sind die teilweise konfliktiert. Siehe das Paul-Ehrlich-Institut, aua. Paul-Ehrlich-Institut schafft es tatsächlich, aus 340.000 Impfnebenwirkungsfällen, die angezeigt werden durch die Ärzteschaft, ein Bruchteil von dem, was abgegangen ist in Deutschland, da machen die 127 Fälle draus. Also die Ärzte sind bescheuert, die Patienten sind bescheuert, niemand hat eine Nebenwirkung, alles gut. Wie mache ich das? Hallo WHO, bitte helft uns, wir haben ein Problem. Wir geben euch Guidelines, Anweisungen. Nach diesen Anweisungen werden nur noch 127 Fälle diesem Impfexperiment zugesagt. Wow! Glaubt ihr wirklich, dass es auf diesem Planeten keine Leute gibt, die querdenken können? Glaubt ihr das wirklich? Die nicht krass ausgebildet sind? Also, das deckt sich. Und China wird uns auch nicht retten. Die sind schon in Deflation. Wie ist es damit? Konsumentenpreise und Produzentenpreise. Deutschland wurde 2009 gerettet durch ein boomendes China-Geschäft. Export, bis der Arzt kommt. Die haben keinen Bock mehr auf uns. VW wurde schon überrannt in China. Die waren mal Nummer 1. Lächerlich. Sind wir short.
Und wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, wer es nicht verstehen will, den kann ich auch nicht mehr helfen. Hier sind die Money Flows. Wir sind richtig schön an der Kurve. Ich rede nicht über ein Zeugs, was jetzt noch 7 Jahre dauert. Oder prognostiziere ein bisschen Ewigkeit irgendeinen Crash. Das ist ein schleichender Crash oder es kommt in das Bewusstsein und die Märkte kollabieren. Was immer. Money Flows in Healthcare. Bis der Arzt kommt. Wir haben die 100 Gewinner. Diese Truppe, die hier mit mir zusammenarbeitet. Wir haben die 100 Gewinner. Ach ja, übrigens, so viel für Rezession, Industrials an letzter Stelle. Da fließt die Kohle raus. Das Geld gibt den Ton an. Das heißt immer, follow the money. Das ist ein bisschen langsam. Antizipiert, wo die Kohle hinfließt. Das ist die Erfolgsregel des besten Investors der letzten 40 Jahre. Es ist bei weitem nicht Warren Buffett. Der wurde erst mit 60 Milliardär. Da habe ich gesagt, was ein peinlicher alter Mann mit 60 Milliardär geworden. Da hat er es noch 30 Jahre gemacht. Ich glaube, ich sterbe vor Langeweile. Also der hat dann eine Kunstform draus gemacht. Dem habe ich viel abgeschaut. Das kam nicht von mir. Warte mal. Und was passiert denn eigentlich? Überteuerte, unlogische Goldlocken-Psychologie-Märkte treffen auf gesundheitliche Realität und weitere 16 negativ konvergierende Faktoren wie wir sind zu alt, wir sind verblödet, wir sind nicht mehr produktiv. In einem bipolaren, ausgestressten Umfeld. Alles, was uns so wahnsinnig geholfen hat, sich 1982 an der Börse zu reüssieren, hat leider gedreht im Jahr 2022. Hey, das ist schon eine runde Zahl, 40, oder? Wie ist es in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wer von Ihnen wird wirklich was machen, anstatt hier mit dem Kopf zu nicken, in die Eigenverantwortung gehen, mal ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, weil das war nicht lustig. Weil wir hatten krasse interne Debatten bei dem Thema. Und das gebe ich meine Antworten, was ich mache. Das kann ich nochmal vertiefen in einem Live-Webinar, das ist ein reger Dialog. Da werde ich mich registrieren, das ist kostenlos. Und das meiste, was ich mitteile, ist kostenlos. Weil es ist ein gezinktes Spiel, was abläuft. Das war schon immer so, das wird immer so bleiben. Typen wie ich und Konsorten interessieren sich nicht die Bohne für Menschen. Machtpotenzierung, Kapitalpotenzierung, es kommt. Nummer 3 ist das Vermächtnis zu potenzieren. Alles obliegt einem gigantischen Gottkomplex. Also mehr Wahnsinn in einer Gleichung gibt es nicht. Und mehr Menschenfeindlichkeit. Dann haben wir unseren Börsenbrief, wir werden da anfangen, wir haben schon angefangen, wir werden anfangen, das Portfolio in diesem Börsenbrief zu bestücken mit den besten Longs und den besten Shorts. Aber nicht so vollumfänglich wie im Investmentclub. Die kriegen Gesundheitsstudie 1, Gesundheitsstudie 2 und in den Gesprächen, die wir hier führen, wird Tacheles geredet. Nicht irgendwelche abstrakten Ableitungen von Markov, die keine Sau versteht, außer mir und Mark und Alan wahrscheinlich. Muss man sich auch nicht antun. Richtig hands-on. Und Knowledge hat was super Schlaues gemacht. Die Knowledge hat sich alle analytischen Rechte gesichert für einen begrenzten Zeitraum, weil sie sollten sie auch umsetzen, an diesem geistigen Werken und nutzt KI. Und unsere Analysten arbeiten Tag und Nacht, händisch teilweise, um die besten Branchen und die schlechtesten zu verstehen. Es geht sogar um Länder, es geht um Währungen. Das war so eine Frage, greift das über in andere Anlagekategorien? Natürlich.
Tja, und bei Kynology stellt sich nur eine Frage. Werden Sie einen großen, signifikanten Lead-Investor aufnehmen für einen übersichtlichen Teil des Kapitals, was ich dem großen Kapital dringend empfehlen würde? So habe ich nämlich auch gearbeitet. Ich bin namentlich, das ist bekannt, aus der Presse, sonst rede ich niemals über meine Kunden. Meine ersten Kunden waren Warburg-Familie, die Barilla-Familie aus Italien, Spaghetti-Imperium und Thun und Taxis und so super andere, so kleine Kleingewicht. Damit habe ich angefangen. Und das hat mich auch ein bisschen was gekostet an Kapital. Aber es war ziemlich gut für beide, für alle. Und die haben einen Fonds, der genau das umsetzt. Es gibt super Faktoren, aber das ist ein Megatrade. Das ist ein Megatrade, weil es der Markt noch nicht abgebildet hat. Aber die Moneyflows haben angefangen. Das ist keine Theorie. Und der Nasdaq riecht förmlich nach einer Doppelspitze. Was ist denn, wenn der Markt anfängt zu verstehen, Scheiße, 10% weniger Käufe von Microsoft in den wichtigsten Ländern. Wen willst du bewerben mit Computerspielen? Jetzt kauft jemand richtig teuer gerade so einen riesen Spielehersteller für 80 Milliarden. Oder werden wir noch viele Webinare verkaufen, so ein MeToo-Kram von so falschen Gurus? Ich glaube nicht. Das hängt alles mit WG Media und Big Tech zusammen. Die sind sehr werbelastet. Natürlich haben die auch stabile Einnahmequellen. Aber doch nicht bei 30 Mal Gewinn. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, was mit IBX Growth ohne Wachstum passiert ist? Weiß das noch jemand? Die waren auch mal bei 40, 30, 40 Mal Gewinn. Die sind auf 8 Mal Gewinn gefallen. Tschüss. Talfahrt. Und da geht es auch, ich muss auch nicht recht haben in der Sache, das ist mir auch scheißegal. Es geht nur um die Wahrscheinlichkeit, dass ich recht habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich recht habe, die ist relativ hoch. Weil ich bin nicht zufällig Milliardär geworden. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß, wie provokant das jetzt ist. Ich möchte euch nicht provozieren, sondern mitteilen, was in unseren Köpfen vorgeht, in unseren Modellen passiert und was daraus kalibriert wird. Herzlich willkommen im Schloss Möhler. Ich bin offen für Fragen. Danke.